Reisprobe. Und ja, wir zocken das Game mal an, wie es so ist. Und schauen wir mal an. Hoffentlich ist das Spiel geil. Aufbauung. Theorie. Spektakuläre Reisprobe. In diesem Spiel gibt es keine Springtasten. Hast du schon jedes Klo im South Park ausprobiert? Nee, noch nicht, aber das kommt noch bestimmt, bestimmt. Alles in diesem Spiel sind frei erfunden. Na klar. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft San Francisco Produktion Dingsbums. In Zusammenarbeit mit Ubisoft Osaka und Massive Dingsbums. Habe ich nicht mehr. South Park Digital Studios. Ei. Scramble. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden, die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen. Also wirklich, wer hat vor seine Tür gekackt? Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Hier sind zwei Lager. Im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Staat zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Da wir Krieg nicht. Schnatzmann. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. South Park! Die spektakuläre Zeitreise ist ja, glaube ich, die Feist dabei. Ja, gut. Und unser Charakter. Ja, unser Charakter sollte schon etwas geil aussehen, ich sag mal. Ja, volles Gampfrisur, komm, auf geht's. Ja, die Frise. Ist schon geil. Make-up! Nee, nee, danke, wir sind ein Junge. Bärte! Ja, so ein schönen Schnauzer. Die Farbe. In diesem Braun, wie unsere Haare sind, so eine Art. Oder das ist, ja, nehmen wir das hier. Brille, nee, wir sind kein Nerd. Die Kleidung. Ich sag mal, der Umhang ist schwarz, der gehört schwarz. Das T-Shirt. Pink. Ja, es schaut geil aus, komm. Machen wir so rote, wie die Boxen wir haben. Oder grün schaffen. Ja, grün. Machen wir so. Schwierigkeit. Leicht. Sehr schwer. Ach, das ist unsere Hauptfarbe. Naja, mir gefällt dir. Das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Ja, nur auf mein ganzes restliches Leben, ne? Ich will sagen, mir gefällt, das ist mir zu blank. Und das, ich will nicht aus. Ja, sehr schwer, ich lauf so rum. Ich nehme die Schwierigkeit, sagen wir einfach. Ja, das würde ich sagen, passt. Und schon sind wir im South Park, unserer tollen Heimat, unser Zuhause, die wir vor den bösen Katzenjäger-Dingsbums natürlich beschützen müssen. Die Mauren greifen an! Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kapitän gestürmt! Ah!
haben die Basis. Schlag sie zurück. Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark. Sie tragen Fahrradhelme. Wo ist der König? Und das sind wir schon. Deine Toilette, Schwierigkeitsgrad 1. Jetzt muss ich ganz kurz mal schauen, Leute. Okay, passt. Halte und drehe L, um den richtigen Punkt zu finden und nutze dann R2 zum Starten. Und da sind wir schon. Jetzt muss ich links drehen. Nicht übel. Ah, komm. Yes, da haben wir einen richtigen Kackmeister. Trophäe erhalten. So, schauen wir hier mal. Furz sei weg, Flasche. Habe ich mir immer schon gewünscht. Er soll froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Alles klar. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Wie tolle Eltern wir doch haben. Aha. Daddy, was machst du denn da? Kann nicht wahr sein. AA-Batterie und ein Teppichmesser. Schrott. Was macht ihr jetzt? Ach man, ich würde jetzt so gern wissen, aber jetzt da ein... Unser Kinderzimmer. Klebeband, ein Schlapperschaum und Stoffballen. Aha, ich kann einen ausschalten. Hier ist anscheinend nichts weiter drinnen. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Und schauen mal die Treppe runter, was uns da so erwartet. Mami, Daddy, streitet ihr euch wieder? Heult die? Die heult doch, oder? Ist das unsere Mom? Unsere Mom? Nicht, Schatz. Ich hab nur was im Auge. Ja, du hast was im Auge. Ich nehme mir schnell mal Kuchen vom Kühlschrank, ne? So, dass du es weißt. Und ein Flyer, Heul, Klappe, Dingsbums, Tuch. Jetzt schauen wir raus in die große Schlacht. Ja, die dreckigen Mauren wollen Castel Cooper in ihre Gewalt bringen. Du Nein. Uns, Herr. Wir brauchen dich. Jetzt auf geht's, jetzt in die Schlacht und Attacke. Attacke. Lass dir das nicht gefallen. Drücke. Kampfvorteil. Der erste Kampf in Probe. So. Ich kann hier gehen und kann Viereck drücken. Zack in deine Gesichte. Okay. So. Der König ist unbesiegbar. Okay, das macht sehr fertig. Viel Schaden, Digga. Komm, boom, in dein Gesicht, Digga. In dein Gesicht. Wow, wir können ihn nicht aufhalten. Mach die Waffen des dunklen Hofs bereit. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Niemand ist so stark wie er. Genau, ich bin der Stärkste. Du schaffst uns nicht alle. Zack, Kampf verteilt, zweiter Kampf. Ich schaffe euch nicht alle, ich schaffe euch alle alleine. Greifst deinen Gegner zuerst und hältst deinen Kampfvorteil, wo du zuerst am Zug bist. Die vollständige Kampfverfolgung wird in der Zeitlinie unten rechts angezeigt, okay. Okay. Okay.
Nee, der König hat einen Kampfvorteil. Er darf zuerst. Saga! Bumm! Und in dein Gesicht, gefurzt, Digga. Das ist ja unmenschlich. Macht nichts, sind ja nur die Bösen. Stimmt, weiter, König. Oh, Mann. Hat der da echt ein Straßenschild? Können wir ihn auf 70 oder ihn downen? Ich glaube, wir machen mal ihn hier ins Gesicht. Voll ekelhaft, aber nicht genug, um uns zu besiegen. Nein, er mit der Typ mit dem Straßenschild. Boom, in dein Gesicht und zack, Rückstoß-Kombo fertig. Zwei auf einmal. Autsch! Ist der immer noch nicht tot? Nee, Digga, ich bin noch nicht tot. Jetzt kriegst du erstmal einen Furz in dein Gesicht. Boom! Der ist zu mächtig! Aua! Das tut weh. Zack, und jetzt ist er fertig. Boom, boom! Batsch! Und tot ist er. Gewonnen! Los, wir müssen ins Kastell! Ins Kastell müssen wir. Geh zur Seite oder stirb! Wir gehen durch diese Tür! Niemals! Alles hier vorne ist Lava! Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, alles von dir bis da ist Lava, da könnt ihr nicht durch. Zack! Los jetzt, geht mir rein! Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava! Oh, das ist voll unfair! Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt! Lasst den Drachen los! Alles klar. Ein Drache? Hinterhalt. Nee. Das ist der Drache, der brüllt. Wir sind nicht am Arsch. Gegner können dich angreifen, während du etwas untersuchst. Automatisch der erste Zug. Ah. Oh, ja. Komm. Wir können doch ihn hier ausschalten schon mal. Bum, bum. Zack. Und Rückstoß-Kombo fertig. Jetzt kriegen wir wieder ein Gesicht vom Drachen. Eins im Gesicht oder auch nicht. Digga, Feuerratte. Die Felder zeigen die Schulden so den Feuer auf. Verlassen sie. Reich bloß den Feuerratte, Maus. Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt. Ich hätte vielleicht zwei Züge zurückgeben sollen, aber wenn er jetzt hierher geht, kriegt er eher auch Schaden, oder? Yes, das habe ich gemeint. Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft. Die König an! Auto! Auto! Hey, was ist denn jetzt? Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay. Lol! Runter von der Straße hier drin. Keiner hält den König auf, er ist allmächtig. Wow, der macht 370 Schaden, der Hammer, Digga. Yes. Zack, verfetzt. Drachentöter! Yes, Drachentöter-Medaille. Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt. Unglaublich. Das Kind ist der Wahnsinn. Das Kind ist der Wahnsinn. Perfekt. Was haben wir hier? Wow! Hast du vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr? Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden. Ja, nur der König kann den geheimen Weg durch die Garage finden, also falls es einen gibt. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Halte X gedrückt, um Objekte zu bewegen. Nur zu, Eure Hoheit! Benutzt deinen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen! Ah. Zum Kastell geht's hier lang! Ja, Digga! Ja.
Wir müssen weiter! Halt die Fresse jetzt. Ken oder Kyle oder wie du heißt. Digga! Ich muss. Halt jetzt die Fresse. Ich müsste hier vorbei, aber das geht nicht. Und hierauf kann ich nicht, oder? Wenn ich die Leiter hier hinstelle. Oh, fuck, das ist wirklich Lava. Nee, ich weiß nicht. Bewahr Dragon. Die wollen mich doch jetzt hier verarschen, oder? Zum Kastell geht's hier lang. Wo hier lang? Gehen wir da entlang, oder was? Verdammte Axt! Wo soll ich denn hin? Ich kenne mich hier jetzt nicht mehr aus, was ich tun soll. Ich weiß, ich muss die Leiter hinrucken. Also, hinschieben. Ich weiß nicht, wo ich die Leiter hin tun soll, du Vollpfosten des Tages. Kann ich jetzt hier schon. Nützt mir das irgendwas? Zum Kastell geht's hier lang. Digga, gibt's hier irgendwie Hilfe? Wow, König Saftsack ist so ein guter Kämpfer. Jetzt auf einmal, weil ich zweimal X drücke, ne? Jetzt auf einmal geht das Scheiß. Ja, es ist. Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das. Du bist tot. Was? Digga, was müssen wir jetzt da machen? Ah! Jetzt. Sprich, Bade, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden! Gebt den Baden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König! Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht, und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln, wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt nur mal zu groß für Kuhn und Fred. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau! Schatzi Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Kuhn-Alarm. Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck. In der Zukunft. Kuhn und Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Wir sind Loser. Oh, hallo. Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Dreifacher Ballaststoff, Rindfleisch, Powerbar und im Kühlschrank. Superheld-Spielen beschäftigt, der vergisst mir noch zu essen. Kuhnkuchen. Ah, wir haben Kuhnkuchen. Und Klebeband, Kürbis, Gewürz, Duftkerze. Lecker. Cartmans Zimmer. An gesprungenen Objekten. Wo ist hier ein gesprungenes Objekt? Alter, Froschüberreste. Ja, was?
Wo ist das Cartman? Nee, das ist das Zimmer von seinen Eltern, ne? Crackhirsch Arschstöpsel. Lecker. Apfelmittel und Hahn des. Ah, jetzt lassen wir wieder. Rauszwicken. Jetzt haben wir es geschafft. Bisschen verwirrend war es Zwischenzeit, aber wir haben in Cartmans Haus gekackt. Gedicht. Nice. Da müsste es so eine Trophäe geben. Cartmans Haus. Fick. Hey, meine Eier. Fick meine Eier, Losers. Hast du dich ausgesperrt? Leider hat der kleine Eric die Tür mit einem Schloss gesichert, damit ich nicht reinkomme. Bestimmt hat er den Code hier irgendwo aufgeschrieben. Den Code hat er irgendwo aufgeschrieben. Im 29 Cent. Ich kann da nicht rein. Es gibt einen heiligen Schutz, der nicht Zauberer fern. Es müsste doch. Der hat es irgendwo aufgeschrieben. Haben wir da vielleicht was übersehen? Ah, hier drüben ist eine Lampe. Lol. Aha! Fuck your mom! Ja, Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, hey. Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch fällst gesagt, du im Lavasee, fritzert wie ein Frikadee. Kuhnversteck, wo wir mit Kuhn und seinen Leuten zusammen gegen den bösen Katzenverbrecher kämpfen werden. Bis zum letzten Mann. Dass die Freedom Pals schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben 6. Uns 5 und Billy Turner und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Moskito, schwirr los und such die Stadtparts ab. Alles klar. Moskito schwirrt. Humankite, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Super Crack. Busch! Super Crack! Blitzfried, Super Crack! Mit Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn. Verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein, wie der... Blitz. GG. Entschuldigung. Und schon sind wir in den geheimen Kuhn-Versteck. Super Craig? Super Craig hier, Kuhn. Hörst du mich? Super Craig, scheiße, wo bist du? Ich wiederhole, scheiße, wo bist du, Super Craig? Na super.
Ist jetzt das Sicherheitssystem kaputt? Was soll der Scheiß? Normalbürger haben im Kuhn-Versteck nichts zu suchen. Wir spielen Superhelden und du bist kein Superheld. Also verpiss dich, okay? Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung, ne? Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mir das The Furnacy-Gerät da drüben. Das was? Du findest echt das The Furnacy-Gerät nicht? Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Das The Furnacy-Gerät, wichtiger Gegenstand. Alles nehmen wir mal weiter, komm. Hier hast du's. Das hat ja ewig gedauert. Das The Furnacy-Gerät aktiv. Bip, 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 bip. Du willst also ein Superheld werden. Mit den großen Spielen. Na klar, ich will die großen spielen. Ich will mit dem Big Bobby große spielen, Digga. Setz dich an den Tisch, Sachsack. Die müssen richtig mit den Großen Was spielen, will ich. Was haben wir denn hier über Mosquito? Oh Mann, ist das überhaupt Menschensprache? Natürlich ist das Menschensprache. Kann ich jetzt nicht irgendwie... Er lacht, wenn ich furze. Nur $10, der Kuhn-Plakat. Kannst du mir aus der Sonne gehen? Kannst du mir aus der Sonne gehen? Geh dir selbst aus der Sonne, ja. Ich check jetzt unseren Auftrag momentan nicht, ne? Ey, du sollst nicht damit rumspielen. Noch einmal und wir sind alle tot. Kacke, hör auf. Wie sind wir da tot? Geil! Ja, der Kuhn da jetzt. Nicht da! Das ist Moskitos Platz. Da auch nicht, du Idiot! Nein, okay, nicht da! Das ist Moskitos Platz. Da auch nicht, du Idiot! Digga, hat der irgendwelche Probleme zur Zeit? Ich kann Instagram ausfüllen. Hast du einen Kuhnstagram-Account? Oh, du bist noch nicht mal auf Instagram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist. Blaster. Wenn du hier bist, stehen erstmal nur 3 zur Auswahl. Brutalist. Speedster. Brutalist ist ein Nahkämpfer, der sich auf Verletzungen durch Fäuste spezialisiert. Gegner mal fast in ein nahes Erdbüschel. Schau einfach nur, wie... Lady Flame Blaster kannst du den dazu beitragen. Ich glaube, ich bin Blaster. Wie Cyclops. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ein Brutalist. Nur Mucki ist kein Hirn. Passt zu dir. Ich glaube, ich bin Brutalist. Nur Mucki ist kein Hirn. Es passt zu mir. Wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte, durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Gehen wir also in deine Kindheit zurück. In meine Kindheit. Okay, wir gehen jetzt zurück in meine Kindheit. Du lagst hellwach wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders als der Rest bist. Du bist zum Spiegel gegangen. Okay. Ich bin zum Spiegel gegangen. Spiegel ist hier drüben. Du hast einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Du bist nach draußen. Vor der Schlafzimmertür standen 2 Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihnen nichts antun. So hast du zum ersten Mal deine übermenschliche Kraft benutzt. Als Brutalist knacktest du mit den Knöcheln und machtest dich bereit. Deine Antwort war ein gezielter, brutaler Schlag. 50 Leben Abzug, Bobby, hier. Baba Billy Boy. Zurückgeschlagen drehte sich sein Kopf. Scheiße, bist du ein Superheld oder so? Schwach, schlug er zurück. Er zieht mir 10 Leben ab, diese Nisse. Ach, man kann ja blocken, das habe ich. In den Seilen hing, stürzen sich von hinten 2 weitere Schurken ins Getümmel.
Also wandest du dich deinen neuen Gegner zu. Saga Boom in your... Du stürmst auf sie zu. Wieso nicht geht? Der Eis ist zu beenden. Deine Abwissbirnentechnik schließt den einen Einbrecher. Ah, ich muss da hingehen auf das Blaue. Ah! Ah, jetzt. Du hast keine Chance gegen meine super Drogenabhängigkeit. Der erste kam zurück. Was? Ihr habt eine super Drogenabhängigkeit. Ich glaube, ich krieg die Korrise hier. Nein, ich wollte blocken. Ich vergesse es immer. Was wirst du jetzt machen, Superheld? Doch sie freuten sich zu früh. Dein Darm entfesselte eine mächtige Dröhnung. Boom! Tja! Und schon ist einer down. Oh nee, jetzt kommt der mit der Brechstange schon wieder. Geblockt, Bill. Ja, ich ertrag's nicht mehr. Angewidert von meinem Fritz. Flucht seiner Gefährten kam der größte, hässlichste Eindringling näher. Er vergrub seine Fäuste in dir. Doch so reizte er nur dein tiefstes Inneres. Was ultimative Kraft bereit. L1. X. Boom! Und die ultimative Kraft in dein Gesicht. Zack, und er ist natürlich down. Und so hast du sie besiegt. Alles schien in Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern. Was du dann sahst, veränderte dein Leben und machte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Was ist dann da? Denn hinter dieser Tür sahst du deinen Dad, deine Mom vögeln. Was? Nein. Wow, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Alter. Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Und das ist das große Trauma deines Lebens. Okay, jetzt bist du bereit für deine erste Mission. Ich will, dass du in die Stadt gehst und so viele Kunstagram-Follower sammelst, wie du kannst. Das mach ich, Sir, das mach ich. Sag Kostüme kaufen. Der Kunststore wurde aktualisiert. Du solltest vorbeischauen. Kunststore, nee, danke. Ende. Nee, danke. Kunststore aktuell nichts. Ich bin ganz sexy angezogen, finde ich. Okay, Leute, lasst mich wissen, was da draußen los ist. Okay. Findet das super. Was weiß ich. Sammle Follower. L2, um uns ein Selfie zu machen. Okay. Um jemand nach einem Selfie zu fragen, geh zu ihm hin und drücke R1. Oh, ein Selfie. Davon habe ich mal gehört. Yes, machen wir Selfie. Stimmung. Komm, für so eine sexy Lady brauchen wir schon ein geiles Gesicht. Uh-huh. E1. Und Mr. Frank Dingsbums haben wir als neuen Follower auf Instagram. Perfekt. Drücke auf, um auf dein Smartphone zu sehen. Kunstagram. Neuer. Geil. Auf die Selfies siehst du, wer dir folgt. Drücke 3, um Personen anzusehen, die du folgst. Okay. Okay. In Flower Level 1. Können wir hier gleich ein Selfie machen? Ein Selfie mit niemand wie dir. Ist da auch niemand. Du hast den Rand des bekannten Universums erreicht. Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit. Von Raum und Zeit. Okay, dahinter liegt die Grenzen von Raum und Zeit. Alter, damit meine ich dreh um. Ach so, sag's halt gleich, du Vollpfosten. Können wir hier mal reinschauen? Wie kommen wir hier hoch? Nee, jetzt bin ich auf Kunstagram gegangen, aus Versehen. Hier kommen wir anscheinend noch nicht hoch, das können wir erst später machen. Ich mache Selfies mit belebten Leuten.
Digga, ich bin beliebt, ich bin euer König. Hier ist gesperrt. Hey, hey! Alfons, warte. Oh, hallo. Ich hoffe, du kannst dich besser aus Schwierigkeiten raushalten als mein Sohn Bartas. Ach, das ist doch... Ach, das ist doch er, dieser Typ, der wo sich öfter in Saunen rumtreibt mit Gegengift mit anderen Männern. Na, bist du auf Erkundungstour durch unser Haus? Was für ein Spaß. Zum Glück sind unsere Wertsachen sicher in unserem Schlafzimmer. Oh, so viel... Aha. Ich geh mal kurz ins Schlafzimmer rauf, aber aber davon weiß ja keiner. Und hier sind wir gleich am wichtigsten Ort des ganzen Geschehens. Biozäpfchen. Ja, lecker. Und jetzt scheißen wir gleich in die nächste Toilette. Finde die Kraft R2. Rausschütteln. Zack und runter die Scheiße. Und schon haben wir in ein zweites Toilettchen gekackt. Ein Safe. Aber ich glaube, ich komme in den Safe noch nicht rein. Taschentücher. Nee, ich wollte noch nicht raus. Ich glaube, ich komme gar nicht in den Safe rein. So eine Scheiße. Schrott. Und 15 Cent haben wir gefunden. Nice. Hier ist immer noch, hier ist auch gesperrt. Was für eine Scheiße ist hier denn gesperrt? Vielleicht müssen wir erst nächstes Mal in dieses Haus, weil hier sind zwei Sachen gesperrt. Die eine Tür und der Tresor. Das ist ganz wichtig, die sind alle gesperrt. Oh, der König ist wieder da. Er will ein Instagram, oder? Will er ein cool Instagram selbst? Ja, eins. Sorry, ich folge nicht jedem in den sozialen Netzwerken. Meine Mutter auch nicht, Lea. Hier wäre eine Leiter, ne? Aber hier komme ich immer noch nicht, oder? Klebeband und Stoffballen, aber ich komme hier nicht hin. Was? Nein, nicht jetzt. Ich krieg den Briefkasten nicht auf. Hey, du hast den aufgekriegt. Du hast's echt drauf, kleiner Superheld. Natürlich hab ich's drauf. Leg los. Natürlich, ich bin der Superheld, Heldiheld. Für du kriegst ein geiles Gesicht. Komm, Foto. Zack. Postbote, neuer Follower auf Instagram. Okay, cool. Hello. Nix. Nix Selfie. Okay, Schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Okay, yes. Schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Ja, komm jetzt. Ich bin beliebt, freilich. Ja, jetzt lauft die Frau da durch. Ich glaube, ich spinne. Und zack, du kriegst ein geiles Gesicht. Foto. Neuer Follower, Matty. Hey, Matty McConnery. Jetzt sind wir wohl Freunde. Jetzt sind wir wohl Freunde, ja. Hier geht's auch nicht weiter. Sag mal, müssen wir hier in das Haus. Der wohnt hier. Lithium-Akku. Lithium-Ding. Im Keller kann man anscheinend in kein Haus gehen, außer das eine. Ach, das ist mein Haus. Hä, was? Nicht den Fernseher laufen lassen, den Strom. So, Cartman, was ist jetzt da dein Begehr oder was ist unser Auftrag? Cartman, was ist unser Auftrag? Hallo. So. Hier hochgehen. Hier bräuchten wir irgendwas. Können wir vielleicht seine Kiste verschiedene? Nicht mehr. Schade. So. Das sind genug gemeinsame Freude für ein Selfie. Jetzt will er auch auf einmal, ne? Da will er auch der Kevin Stanley.
Gavin, nicht übel, Wunderarsch. Du sammelst schnell Follower. Weiter so. Ein paar von den Kundfreunden erreiche ich nicht. Schau doch mal nach, was los ist. Wenn ich zu Hause bin, spiel... Auf die Karte. So, drücke L1, um eine verfügbare Mission anzuzeigen lassen. Aktuelle Position... Triff dich mit Kai bei seinem Haus. Das können wir machen. Cartmans Haus, dein Haus. Triff dich mit Kai in sein Haus. Ja, will ich machen. Aber irgendwie lässt du mich. Drücke L1. Ach, L1. Sprich mit Super Craig in Carsys Haus. Mach ich. Dann treffe ich mich mit, Gut. Dann treffe ich mich jetzt mit. Das wird richtig geil! Ah, hier kann man die Minikarte aufrufen. Noch ein Selfie? Okay! Wenn er noch eins will. Filteren! Natürlich! Okay, ich will auch folgen! Natürlich will ich jetzt einen Filter. Können wir noch einen Filter? Okay, machen wir ein Selfie. Yes, Digga, wir sind schon beliebt in Kunstagram. André folgt uns jetzt auf Kunstagram. Wer sagt's denn? Wer macht denn so etwas? Das ist voll gemein. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen laufen. Und Randy. Hey, du, weißt du was darüber? Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier, komm mal her, schau dir das an. Digga, meinst du, dass wir sowas machen? Ich bin doch nur ein kleiner Superheld. Eifersüchtigen Liebhaber. Ein eifersüchtigen Liebhaber, ja, das gibt's doch gar nicht. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute nach den Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Instagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Oh, shit. Ratloser Randy, finde heraus, wer sein Auto zerkratzt hat. Du hast also den Wolkenpalast erreicht. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Jetzt schauen wir mal, ob Humankind in seiner Basis ist. Und das ist Humankind. Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuhn. Tut mir leid, aber das ist für Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab... eine Anomalie im Universum. Digga, ich geb dir gleich mir ein bisschen zu groß für den Anfänger. Hier. Er ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Triff dich mit Kai bei seinem Haus. Mach ich. Ist jetzt das eigentlich schon? Ich speichere jetzt mal schnell. Gespielt 39 Minuten. Ich muss das erstmal herausfinden. Jetzt passt. Gut, dann schauen wir mal rauf, was da los ist. Der andere Humankind ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten. Das ist doch sein kleiner Cousin, oder? Der andere Humankind ist doch sein kleiner Cousin. Ja, das ist der andere. Ich bin wieder da. Kleine Humankind. Das ist. Hast du da mitgebracht? Spielt er auch mit? Das ist doch. Das ist doch sein Cousin oder Verwandter von Fernen irgendwie so. Wie du siehst.
rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur zwei. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr South Park zu findet, jetzt gleich oder später dann. Ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht. Ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr South Park zu findet. Das würde mich echt interessieren. Spiel echt wehtut. Los geht's. Du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Cousin, ich sag das ist dein Cousin. Und jetzt haben wir einen Kampfvorteil, oder? Nee, besiege den alternativen Humankind. Ich hab nicht viel trainiert. Wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training. Oh, das geht nicht. Ich hab meine Knie schon oder nicht dabei. Oh, ihr habt seine Knie schon nicht dabei. Das tut mir jetzt aber leid. Pups, Faust oder ich sag hier 18 Leben nur. Ach, in dein Gesicht, Digga. Bums. Du hast mir die Nase verstaucht. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ist auch eine Möglichkeit. Ja, doch nicht. So, und jetzt kriegt ihr. Leute, Pause, mir ist ganz schwindelig. Oh, bitte nicht. Busch! Oh, verdammt! In dein Gesicht. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Natürlich zählt der letzte Treffer. Was? Was? Der kann sich. Was? Der kann sich heilen! LOL, der kann sich heilen! GG! Auszeit, ich brauch mein Asthma-Spray! Du kriegst dein Asthma-Spray gleich, Digga. In dein Gesicht jetzt hier. Zack. Er kann sich einfach wieder heilen. Ich habe ihn auf der Hälfte Leben runtergehabt und er heilt sich einfach wieder. Mein Asthma geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mit einem... Ach stimmt, das sind hier Juden, ne? Kyle ist ja ein Jude. Digga, was? Was macht ihr jetzt? Was für geschützt? Christian Kai hat sich was du an der blauen lassen. Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du schummelst? Ja, er schummelt, hallo, er schummelt, Disqualifikation, hallo. Recht, ich will niemanden schlimm verletzen. Nee, ich will auch keinen schlimm verletzen. In dein Gesicht, jetzt komm, haben wir ihm den Schild runter. Au. Au, ich geb dir gleich Au in dein Gesicht. Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Oh Gott. Okay, der Zaundrachen aus einem anderen Universum. Lolz. Er packt sich auf die Schnauze. Du hast gewonnen, was? Ich hab die noch gar nicht gescheit. Alles klar. Wir haben Falkenmaskenkostüm, LSF 50 Sonnenmilch, 3 Medizin und 26 Cent. Heldenrang sind wir immer noch beim ersten. Ich glaube, ich habe einen Leistenbruch. Hast du genug alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum. Ach nö, er haut zurück ab, Digga. Ich wollte doch gegen ihn kämpfen. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Natürlich, melde ich mich. Verbündeter freigeschalten, Humankind. So, dann habe ich das auch freigeschaltet. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen. Bei Humankind zu Hause um. Batenstoffband. Hat der nicht noch eine Toilette? Schrottfeuchttücher. Drogenfläschchen. Aha, was macht denn da seine Eltern? Also, nee. Hier Drogen nehmen, Drogen legalisieren, ne? Hier, wir können doch irgendwo.
Lol, wir kommen da nicht drauf. Hier müsste die Toilette sein. Ja, genau. Hier haben wir noch was. Ja, und jetzt kommt. Ihr kennt das doch schon, oder? Schlechtes Benehmen. Coole Moves. Natürlich, ich habe immer coole Moves. Und rausschütteln die ganze Scheiße. Yes. So, Toilette haben wir abgeschlossen. Und wir können eigentlich... In die Küche können wir noch schauen. Hier ist ja so ein Bora-Tora-Dings. In den Kühlschrank, da finden wir Wiederbelebungsfläschchen. Das haben wir schon 2 Stück. Cheesy Poofs, Kraft, Paketfilter, Schachtel, Milch. Kunzagram, ich habe die Kit-Basis fast fertig. Das wird super. Natürlich wird das super. Wie? Du musst nachts kommen. Dieser Wichser wartet immer, bis es dunkel wird. Nachts kommen, natürlich. Jetzt gehe ich in Randys Haus. Mein Großvater wird nicht jünger, Billy. Ich brauche diese Gummis. Nee, ich will... Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Patches hätte mir Kondome gebracht. Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Vergiss es, Scheichhaufen. Dafür hast du viel zu wenig Follower. Mein Hashtag ist griechisch... Mit dir will ich gar nichts machen, ne? Also wirklich... Charakterbogen. Also wirklich, mit den Zahnspangenbilder. Ich will unbedingt auf Randys Toilette. Ich muss auf Randys Toilette. Es geht gar nicht anders. Das Schlafzimmer von... Defibrillator. Defibrillator. Und ein Zehkörbchen-Kopfbedeckung-Kostüm. Ein Zehkörbchen-Kopfbedeckung. Wie geil ist das denn, Digga? Und hier ist die Toilette, oder? Oh nein, ist gesperrt. Hä? Puh. Bademann. Bademodekalender, sorry. Stopp! Nein! Und was hat Randy so im Kühlschrank? Dose Pepper kalte Pizza. Was sind Pepper? Und schon wieder ein Gegengift. Jetzt haben wir schon 3 Gegengifte, wenn ich mich nicht täusche. Warte mal, ich furze jetzt die Zahnspangen-Lady da draußen, Mann. Pass auf, was die tut. Mensch, oh mein Gott! Der einzige Grund, warum du noch lebst, ist, dass ich es in Befehl... Oh Gott, das ist beeindruckend! Randys Weinschorle. Einmal will ich's noch hören. Du musst nachts kommen. Dieser Wichser wartet immer, bis es dunkel wird. Okay. So, dann müssen wir jetzt mal schauen... Auf die Karte, nämlich hier drüben, nämlich, finde heraus, was Randys Auto zerkratzt hat. Ja, muss ich warten, bis es Nacht wird, ne? Sprich mit Zucker in Craigs Haus. Hä, hey, wo muss ich hin, wenn ich mit... Ach, ich muss hier hin, okay. Dann gehe ich jetzt mal kurz hier hin. Ich muss sowieso noch warten. Hier kann man doch dagegen furzen, oder? Das nützt mir nichts. Aber... Ich kann sicherlich doch dann, wenn es dunkel ist, bei Randy noch schnell vorbeischauen. Du hast doch Kunstagram, oder? Da willst du ein Selfie. Arbeitest du als Putzfrau, weil du heute wieder so putzig bist? Haha.
schlechtester Anmachspruch ever. Zack, zack, zack. Ey, hallo, Instagram? Nicht? Okay. Pass auf, das sind Sechstklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefersmarm die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von den Möpsen meiner Mom zu reden. Zwing mich doch, Pickelfresse. Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht leere Flasche. Erst trete ich dir in den Arsch und dann deinem dämlichen Frosch. Halt die Fresse, Digga. Nur eine Kloake. Die Siege Bartels. Kampf starten, Digga. Das ist zwar ein Sechsklässler, glaube ich. Gerechtigkeit von oben. Ich glaube sogar, das ist ein Sechsklässler, ne? Aber das geht gar nicht, wenn man meine Mitmenschen schlägt. Das finde ich absolut. Komm, blocken, 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 blocken. Geht das nicht? Lol, erst. Alter. Zack, Laser! Das könnte jetzt ziemlich brennen! Bitte stirb nicht! Nee, ich verreck schon nicht. Komm, zack, zack! Boom! In your Gesicht! Ich will jetzt einfach mal schauen, was die Spezialfähigkeit von Humankind ist. Nicht der Finger. Nein! Nicht Tittenswirbler! Fühlt den Zorn von Humankind! Tittenswirbler wäre nicht so gut. Piu, piu. Keine Sorge, die Augenbrauen wachsen nach. Die Augenbrauen. Hier, jetzt kriegst du einen Furz in dein Gesicht. Zack, 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 zack. Boom. Das Blatt wendet sich. Halt's mal, Vierklässler. Angewidert, das heißt, dass er ab und zu mal kotzt. Euch Platz zu machen fällt unter Antiaggressionstherapie. Ha! Ich weiß, wie sieht das aus. Ah, ich hab's blocken vergessen, so eine Scheiße. Jetzt ist er angewidert durch meinen Furz. So, ich will jetzt mal schauen, kann ich ihn, ich kann ihm Schild geben, oder ich starte den Angriff auf ihn, weil er ist eh fast down, dann ist er in der nächsten Runde down. Nächstes Mal gibt's das Fernlicht. Er hängt schon in den Seilen. Natürlich hängt er in den Seilen und jetzt, komm, jetzt überrennen wir ihn das letzte Mal, zack, boom, in dein Gesicht. Sechsklässler besiegt. Ich hab gewonnen. Verklebte Katzenhaare und 22 Cent haben wir bekommen. Stufenaufstieg, jetzt sind wir Heldenrang Nummer 2. Mora Matcha. Wow, gute Arbeit, Neuer. Das war ein Sechsklässler. Weiter so. Hab ich doch gesagt, dass das ein Sechsklässler war. Und mit dir will ich jetzt ein Kunstagram. Mit mir? Ja, heute sind wir mal freundlich. Da kriege ich ein Selfie mit dir. Komm. Blödes Gesicht, zack. Peter Mullen ist unser neuer Follower auf Supergram. Was? Hä, warte, wie bitte? Hä? GG! Ich dachte, das wäre... Ich dachte, dass wir eigentlich jetzt weiterspielen könnten, aber anscheinend geht die Testversion nicht so weit. Nämlich, das ist so, da war es nämlich, also im PlayStation Store gilt das Spiel für gratis. Da habe ich es mir runtergeladen, dabei gibt es nur eine bestimmte Zeit gratis. Jetzt haben wir quasi den Anfangsmodus gespielt von South Park und ja, ich find's ganz nice und ich glaube, ich überlege mir auch, ob ich jetzt South Park die richtig spektakuläre Zerreißprobe kaufe, weil aktuell ist das ganz nice. Wir haben jetzt Sechsklässler besiegt. Ich wollte eigentlich noch wissen, wer Randys Auto zerkratzt hat, aber naja. Und wie gesagt, vielleicht kaufe ich es mir. Ich glaube schon, dass ich es mir hole. Kostet irgendwie 70 Euro oder was. Aber ich glaube, ich hole es mir, weil es richtig geil ist, das Spiel. Hab's bei den Losers schon mal gesehen. Also was heißt gesehen? Die Folgen schaue ich immer an. Und da hat er ja gerade Lucy oder besiegt oder wie die heißt.
Und das ist schon richtig geil. Und bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Macht's gut. Lasst ein Abo da und ein Like, wenn ihr Bock drauf habt. Und ciao, bis zum nächsten Mal.